Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Expertenvideo mit Piran. Das kommt immer zu spät. Und Julia. Und wir haben etwas in unserem Sortiment aufgenommen, was sehr besonders aromatisch und schwarz ist. Ich kann es nicht anders sagen. Genau, und zwar der schwarze Sesam. Der schwarze Sesam zeichnet sich dadurch aus, dass er Sesam ist in schwarz. Genau, wie sind wir darauf gekommen? Und zwar eigentlich sind wir darauf gekommen, weil wir dachten, naja, es gibt ja irgendwie schwarzen Sesam. Was gibt es denn eigentlich für weitere Nussmuse, die man machen kann? Und wir haben ja eigentlich alles schon vermusst, was vermusst werden kann. Und uns ist dann aufgefallen, wir haben ja gar kein schwarzes Sesammus. Gibt es sowas schon? Und hier und da haben wir das mal gesehen, aber relativ selten. Und dann haben wir gesagt, gut, wir versuchen das mal zu vermusen und gucken, was dabei rauskommt. Und im gleichen Zuge dachten wir, naja, gut, das können wir auch einfach direkt in den Shop aufnehmen, weil ich selber benutze schwarzen Sesam relativ oft. Und zwar kennt ihr sicher diese Avocado-Toppings, also irgendwie Gewürze, die so als Avocado-Topping quasi vorgesehen sind. Und dann sind da, ich glaube, Paprikapulver ist da ein bisschen drin, beziehungsweise so Paprikaflocken, Pfeffer, Salz und hier dieser schwarze Sesam. Aber immer viel zu wenig schwarzer Sesam. Also ich fische den dann immer am Ende raus und am Anfang raus und am Ende ist nur noch Salz drin. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das nehmen wir jetzt im Sortiment auf, das passt eigentlich ganz gut. Das ist richtig weit ausgeholt. Was ich eigentlich wissen will, ist, was ist denn so besonders an schwarzem Sesam? Schmeckt der aromatischer, würziger? Ja. Oder ist das eigentlich das gleiche in schwarz? Nee, der schmeckt tatsächlich anders. Also der hat ein anderes Aroma. Ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken, welcher, sehr gut vorbereitet bin ich, welche Pflanzengattung die beiden Sesamsorten abstammen, ob sie gleich ist. Aber der Geschmack unterscheidet sich tatsächlich. Also man kann relativ einfach rausschmecken, ist das jetzt schwarzer oder weißer Sesam. Kann ich den denn auch anrösten? Ich denke schon. Kann man alles damit machen, ne? Eigentlich kann man alles damit machen, was man auch mit normalen Sesam machen kann. Genau. Okay. Es sind 1,5 Kilo, wir wollten eigentlich 1 Kilo anbieten. Jetzt haben wir 1,5 nicht gemacht, weil das uns leer ist. Und die werden, muss man sehen, die werden manchmal so ein bisschen elektrostatisch aufgeladen durch die Verpackung und deswegen hängen die hier so rum. Ja, du meintest schon gerade eben, dass das ein bisschen eklig aussieht. Ne? Ich finde das gar nicht schlimm. Das passt zu uns. Eklig aussehen? Ja. Sehr gut. Na gut, okay. Falls ihr ein paar coole Ideen habt, was man mit schwarzem Sesam machen kann, ich habe es nämlich persönlich nicht, dann schreibt mir gerne auf Instagram, macht ein paar Fotos mit dem coolen schwarzen Sesam, weil ich glaube, das ist eigentlich wirklich gut. Also so, um Fotos zu machen oder, okay, du bist kein Instagram, aber um so Fotos zu machen und sowas alles, glaube ich, ist ja super, schmeckt noch gut, was will man mehr. Link findet ihr unten in der Beschreibung und auf Wiedersehen.